Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Beim letzten Mal haben wir hier beim Morellensee alle Farblosshecken restauriert und den Justitia-Toad gebeten, hier zum Kamisiliturm zu gehen, weil dort brauchen wir nämlich drei Toadschlüssel, um das Tor zu öffnen. Und der Justitia-Toad war der erste davon. Jetzt gehen wir hier zur Azurbucht und hoffen, dass wir heute dort den zweiten Schlüssel bekommen können. Diesmal ist alles blau, was zur Azurbucht bestimmt passt. Und ich werde mir auch alles wieder entfernen. Hey Mario! Wir bereiten uns hier in der Azurbucht auf dem Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, pfeifen wir über den Ozean und lassen die Seekuh fliegen. Das wird die totale Party! Ozeanfest? Die Färbsteine sind weg und ihr schmeißt eine Strandparty? Naja, so sind sie, die Toads. Ich vermisse es, sie um den Prisma-Brunnen tanzen zu sehen. Wenn in Port Prisma je wieder eine Toad-Party steigen soll, müssen wir die großen Farbsteine finden. Hier in der Azurbucht muss irgendwann kein Farbstein sein. Am besten sehen wir uns mal ein bisschen um. Ja. Krasse Party. Wir machen die Arbeit und sie vergnügen sich. Ungerecht. Während alles unangefärbt ist. Dieses Ozeanfest da beginnt bald. Das ist sicher toll, wenn man sich was aus dem Feuerschein macht. Komm mal her. Du Koopa. Drei Koopas. Okay, dann mache ich mich mit einem einfachen Sprungblatt. Mit den drei Freunden. Zwei Freunden meinte ich. Die Farbflecken im Sand sind relativ schwer zu erkennen, weil weiß auf gelb, das übersieht man ganz schnell. Seriensprungkater. Ha. Überhaupt nicht auffällig hier, warum hier so viele Farbdinger dran sind. Denn hier ist eine geheime Höhle. Was suchte der Toad hier? Ich dreh nach durch. Wo ist er nur? Das heißt, dass ein legendärer Pirat in dieser Höhle einen Stein versteckt hat. Ich habe mir schon alles nach einem versteckten Schalter oder sowas gesucht, aber der Schatz ist wohl auch nur eine Legende. Ich hätte so eine Idee. Diese Liane ist doch gut. Oh, das ist wirklich jede Menge Münzen. Ventilator Kopie. Ja, es gibt Kopien von den Dingskarten. Also es gibt die richtigen Dingskarten und es gibt die Kopien. Um mal gleich den Unterschied zu nennen. Die Kopien können wir wirklich nur im Kampf einsetzen. Die Originalkarten, die sind auch noch für was anderes wichtig. Also die können wir nicht nur im Kampf setzen, sondern auch bei speziellen Gelegenheiten. Die Originalen. Mehrfach Flecke. Ach. Können wir jetzt auch mal Karten bekommen, die nicht abgenutzt sind? Wir sind jetzt schon ein bisschen vorangeschritten im Spiel. Unglaublich! Was für eine Aussicht! Entschuldige, aber ich hatte echt noch nie Gelegenheit, diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll! So blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin. Sonst würde ich garantiert mal reinspringen. Ja, ist es nicht schön hier?
Ups, ist mir gefallen. Upsi. Aber da sind ein paar Toads am Wasser. Sieh ein. Nee. Hier am Pier. Dieser blaue Toad, das war wirklich cool. Er wird ans Ende der Welt segeln. Und das in dieser Nussschale. Ich frage mich, wie das Ende der Welt aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und ja, worauf? Rohr, es geht jetzt nicht darum, kurze Zeit oder einen schönen Ort zu finden. Ich mache mich auf diese lange, beschwerliche und potenziell nicht nur nervenzerreißende Reise, um meine Bestimmung zu finden. Klingt nach einer ausgewachsenen Sinnkrise. Aber wenn du mit dem Kahn auf dem Meer rausschepperst, hast du bald eine Sinkkrise. Ha, ha, ha. Hey, das Ozeanfest fängt endlich an. Komm mit! Und auch auf Zeit. Auf geht's! Wir gehen jetzt amüsieren. Viel Spaß mit deinem Boot noch. Ozeanfest! Aha. Ich habe keine Zeit für eure albernen Feste. Meine Bestimmung ruft. Na ja, dann. Viel Spaß, deine Bestimmung zu finden. Auf meine Welt. Meine Bestimmung wartet. Wo ist das Ende der Welt? Du weißt schon, dass die Erde eine Kugel ist und es kein Ende gibt. Du könntest höchstens eine Rundreise machen, aber... Okay. Hier ist auch nichts. Na dann. Tschüss, Toad. Komm her, wenn du uns mal angreifst. Nur ein Cooper? Na gut. Habe ich einzelne Sprünge noch? Ja, hier. Ich habe einfach zu viele Dreifachsprünge und einen Dreifachhämmer. Haben wir den nicht gerade schon besiegt? Leider nicht. Willkommen zum Ozeanfest. Hier geht's lang. Der Pfeil zeigt da rechts. Ach ja, stimmt. Wir müssen das aus der Sicht des Schildes sehen. Also wenn wir es davor stehen, zeigt das Schild nach rechts. Also ist quasi hier rechts. Perspektive. Oh, Sandbogen. Oder Papiersandbogen. Mit Chipsies. Hier ist auch was. Ist das ein Farbfleck? Ja, ist ein Farbfleck. Hier kann man schwer erkennen im Sand. Zum Ozeanfest gezielt lang. Aber Vorsicht, die Chipsies sind auch ganz schön aus dem Häuschen. Ja, das merke ich. Ja. Dass sie uns gleich reinspringen. Na gut, was machen wir gegen dich? Reicht ein einfacher Hammer, ein abgenutzter Hammer, für dich? Ich kann's. Ja, nimm doch einen Hammer. Ich mag das Farbflecken einfärben. Das gibt doch eine Aufgabe für uns, damit wir halt nicht durch das Level rushen.
Hätte mir das war weg. Komm her. Wir bräuchten mal einfach mal Sprünge. Wie ein Seriensprung. Oh Gott, die ganzen Schiebschieß. Die ist wirklich wahnsinnig geworden hier. Heil mich. Dankeschön. Nach der Rückkehr kommt der Ozean-Festplatz, auf dessen Bühne diverse Veranstaltungen stattfinden. Na dann, auf geht's. Auf zum Ozeanfest. Oh, der ist eingefärbte Stern. Jetzt mal gucken, ob hier noch was zu einfärben ist. Okay, zum Beispiel, und das können wir ziehen. Das hilft uns sicher gleich. Ha! Dieser Farbfleck ist lustig, mit den zwei Sternen als Augen. Eine One-Up-Pilzkarte erhalten. Das kann ich mal kurz erklären. Die Pilze geben uns KP wieder, während die One-Up-Pilze uns Farbe wiedergeben, falls wir im Kampf zu wenig Farbe haben sollten. Also das füllt im Kampf unsere Farbe wieder vollständig auf. Eigentlich haben wir die meiste Zeit jedenfalls immer genug Farbe da, von daher werden wir das wohl fast gar nicht brauchen. Bevor ich das Ozeanfest starte, oder die Veranstaltung starte, suche ich noch nach den Farbflecken. Weil hier ist nämlich einiges, wie ihr seht. Eine lustige Muschel. So, noch irgendwo was? Wir kommen im Ozeanfest. Und bekommen das Ozeanfest fest, oder? Hier. Das ist auch eingefärbt, habe ich gerade noch gesehen. Was machst du denn als Steiger hier? Jetzt reicht's. Nehmen wir mal meinen Strohhalm weg. Okay. Dann halt dich. Ich will deinen Strohhalm nicht wegnehmen. Wir haben jede Menge Pilze. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pilze haben wir jetzt. Ja. Zwei Hämmer für dich. Oh, einer hat schon gereicht. Na gut. Ich habe mein Strohhalm vergessen. Kann ich einen leihen? Nein. Hoffentlich das Getränk, das Ozeanfest ist, der Azurfruchtsform-Smoothie. Der Hammer geht schwer von der Zunge, aber der Smoothie gleitet dafür umso sanfter die Kehle herunter. Das glaube ich dir. Oh, Papa. Was passt so dir? Hier geht's um sehr exklusiven Entspanntstrand. Der perfekte Strand, an dem sich nur der absolute Redner voll in der Eleganz entspannen darf. Ein VIP-Bereich also quasi. Exklusiv für Leute wie uns. Man sieht dich hier. Hier. Da kommt sogar jemand.
Man sieht hier Füße auf jeden Fall. Oder Schuhe. Und ich weiß, dass es hier ein zum Aufschneiden ist. Denn hinter dieser Tür befindet sich Luigi. Und er gibt uns Münzen, 300 insgesamt. Und dann verschwindet er einfach rechts aus dem Bildschirm. Ja. Hat sich dieser Kerl etwa verkleidet, damit er aussieht wie du? Das fühlt sich bestimmt merkwürdig an. Wir können in bestimmten Leveln Luigi finden. Und wenn wir in allen Leveln, wo Luigi sich befindet, halt den gefunden haben, dann gibt es halt irgendwas Besonderes. In den Quellen ist was, glaube ich, dass halt quasi dort erscheint. Aber gut, starten wir das Ozeanfest. Willkommen beim Ozeanfest, Mario. Gleich findet hier auf der Bühne ein super spaßiges Spiel statt. Und dafür brauchen wir nur noch einen Freiwilligen. Mach mit, das wird lustig. Oh, natürlich machen wir mit. Wusste ich's doch. Fangen wir an. Ein herzliches Willkommen für Toad und die Toads. Hi. Und der erste Programmpunkt ist Pilzsuche. Toad und die Toads verstecken sich in der Nähe und Mario muss sie finden. Die Zeit läuft. Okay. Dann suchen wir mal los. Hey. Jetzt. Hier ist nichts. Ach, da oben auf dem Baum. Hinten. Sehe ich. Einen. Und hier ist auch einer. Kein gutes Versteck, Freundchen. Wie eine Muschel. Hier auf dem Baum, wie ihr gerade sehen. Haha. Gut, vier haben wir, dann wird doch der fünfte. Und der ist nämlich hier. Das ist ein gutes Versteck, muss ich sagen. Das ist einfach gefunden, zurück zur Bühne. Ja, ich spreche jetzt nicht wirklich jeden Toad, jeden kleinsten Text, weil die Toad-Stimme geht halt schon ein bisschen auf, naja, auf meine Stimmbänder halt. Prima, du hast die Toad und die Toads gefunden. Du hast die Pilze gewonnen, danke fürs Mitmachen. Jetzt kann es weitergehen mit unserer Hauptveranstaltung. Du bist auch wieder mit dabei, oder? Natürlich. Fangen wir an. Mit von der Partie ist unser berühmtes Tanzensemble Toad und die Toads. Und jetzt hier gibt es kein Toadchenspiel. Zieh diese spektakuläre und einzigartige Schlüssel an. Das ist der große Preis. Zugang zum berühmten Entspannstrand. Und glaube ich, aber wahr. Ein Blickklick von Toad und die Toads bekommt den Schlüssel. Die fünf Finger sind vollkommen identisch, also passt gut auf, wie ich euch dafür überreiche. Ja, passt mal gut auf jetzt, was gleich passiert. Der mit dem geknickten Kopf hat den Schlüssel. Hast du gesehen, welchen Toad ich den Schlüssel erreicht habe? Du kannst jetzt auch einmal mit ihm sprechen, aber anpassen ist gegen die Regeln. Sag, wenn du bereit bist. Also, wir wissen, dass dieser Toad den Schlüssel hat. Ja, nicht. Also dann, weiter im Programm. Sieht so wie die Tausend und Tausend eigentlich für sich dann tanzen. Und beide Schlüssel im Auge.
Wir wissen, dass es der Toad ist. Ah, passt mal jetzt auf. Ja. Es war ganz sicher der Toad, aber... Also den geknickten Toad. Aber... Bitte was? Das ist ganz eindeutig der Toad, den du dir schließlich gegeben hast. Ich habe genau aufgepasst. Da hat Fabian recht. Harry, ist das so? Hast du auch irgendwelche Beweise? Die Jungs sind Würfling. Es ist fast unmöglich, sie zu entschieden. Nimm sportlich. Ja, irgendwas stimmt hier nicht, Mario. Der Schlüssel war ganz klar bei diesem Toad. Wenn es mir einen Weg gebe, sie besser zu unterscheiden. Möchtest du das Toad-Spiel noch einmal spielen? Ja. Ein Trick, wie wir das schaffen können, und zwar indem wir den einfärben. Damit können wir ganz sicher sein, dass wir diesen Toad dass dieser Toad garantiert den Schlüssel hat. Also dass wir es garantiert wissen, dass dieser den hat. Aha, ich hab's doch gewusst. Ihr schummelt. Da, die Farbe, das ist der Beweis. Wir haben den Toad mit dem Schlüssel, der den Schlüssel hatte, mit Farben markiert. Oh, weia. Du hast uns ertappt. Die Farbe ist der Beweis. Es hat keinen Sinn, es abzustreiten. Hier ist der Preis, der Schlüssel zum Entspannstrand. Tut mir leid, das sollte nur ein kleiner Scherz sein. Du bist hoffentlich nicht sauer. Diese Betrüger. Schlüssel erhalten. Und damit ist das 555. Urteilfest beendet. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder in der Azurbucht. Ciao. Diese Betrugsmasche, aber wir haben sie reinbekommen. Schlüssel. Oh, du hast ja den Schlüssel zum Entspannstrand. Aber wie, beim Tauschspiel hat doch niemand gewonnen. Dann Glückwunsch. Tritt ein, erfahre vollkommen Entspannung. Yeah. Wir sind jetzt die VIPs hier. Weitere Farbflecke. Ach, ist das schön. Das ist ein schönes Strändchen. Pushen. Na, können wir nicht. Ah. So entspannend. Wir haben uns die Pause verdient. Ha, da sind die 5000 schon wieder. Das sanfte Rauschen der Wellen, die salzige Seeluft, so lässt sich's aushalten. Bei den ganzen Ärger mit den verschonten Farbständen und so weiter, ist es schon eine Weile her, dass ich einfach mal entspannen konnte. Ja, ist auch nicht schön. Ich mag das Meer. Da haben die Toads nicht so viel versprochen. Ich bin absolut entspannt. Du siehst auch viel entspannt, viel frischer aus, Mario. Oh. Das ist Abteilung.
Sehr gut. Auch wenn wir es nicht gebraucht haben, aber... So, wie war das eine sehr schöne, entspannte Erfahrung. Hämmer. Hämmer. Huchhammer. Und hier können wir auch was ausschneiden, weil da rechts ist nämlich ein Toad, zu dem wir unbedingt müssen. Dann schneide ich mal hier diesen Bereich aus. Der Farbstein ist weg. Und dafür gehen wir jetzt von links nach rechts. Über das Wasser. Oder den Hintergrund des Wassers. Und da sind wir. Oh. Und hier, das können wir auch so einfärben. Solche unsichtbaren Wege, um dahin zu kommen. Das Meer hat etwas Hypnotisches. Huch, seit wann ist denn wieder Flut? Jetzt setzt sich hier fest. Eine Brücke, eine Rettung. Diese Rettung Nummer 3 bereits im Einsatz. Und jetzt muss ich mich sofort zu meinem Anführer beim Pepperoni-Fahrt melden. Papieroni-Fahrt. Ja, wir müssen... Wir haben ja immer noch die Retter-Toads, die wir zusammen suchen müssen. Für den Papieroni-Fahrt. Daran müssen wir nämlich auch noch denken. Gut. Dann haben wir die Sätze geschafft. Bam. War auch ganz entspannt. Oh, da haben wir was Besonderes eingesammelt. So eine besondere Münze. Neues Gebiet. Und diese Münze bringt. Ah, wir haben nur 97%. Da habe ich wohl was übersehen irgendwo. Diese Münze bringt nämlich die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Aber das zeige ich im nächsten Part. Genauso wie ich offscreen dann die Farbusflecken machen werde hier in der Azurbucht. Und im nächsten Part gehen wir auch dann zu Sierra Löwenzahn. Also haben wir einiges zu tun beim nächsten Mal. Aber für heute reicht es erstmal. Ich verabschiede mich, also dann bis dann und Aloha.